Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe einen riesigen Fisch gefangen, aber auch einen riesigen Fehler gemacht. Dieser imposante, riesige, sehr, sehr schwere Fisch zählt zu den größten und längsten Fischen, die ich in diesem Revier, an diesem kleinen wilden Fluss fangen durfte. Vom bisher anfangs machte es überhaupt nicht den Anschein, was für ein gigantischer Wels sich da an meinem Köder zu schaffen machte. Ja, und aus diesem Grund haben wir zum Glück wenigstens das, die ganze Aktion mit dem Handy hochkant gefilmt. Und aus diesem Grund möchte ich euch um Verständnis bitten, dass diese Story, dieser Kampf mit diesem wirklichen Ausnahmefisch, den ihr gleich sehen werdet, nicht im gewohnten Querformat stattfindet, sondern in einem Hochformat-Video. Aber ich bin mir ganz sicher, diese Story wird auch euch fesseln und ihr werdet sehr, sehr beeindruckt sein von diesem massiven, heftig aussehenden, riesigen Waller. Mit Sack und Pack starteten wir ins Abenteuer. Bist du bereit, Fini? Abfahrt? Los geht's! Mussten schnell fließende, flache Flusspassagen überqueren und konnten letztendlich einen sehr, sehr tiefen Wasserbereich, ein tiefes Loch, finden. Wir fanden einen aussichtsreichen Angelplatz und errichteten daraufhin unser Lager für diese Nacht. Am späten Nachmittag bereiteten wir unsere Ausrüstung vor. Die Steinmontagen wurden sorgfältig gebunden. Zum Einsatz kam einmal die Tree-U-Pose in Verbindung mit zwei kleinen Einzelhaken zur Präsentation eines Doppeldeckers, zwei kleiner Köder direkt hintereinander geschaltet. Auf das zweite Vorfach setzte ich die Pilz-U-Pose in Verbindung mit der Haarmontage zur Präsentation eines kleinen Köderfischs. Um die Montagen auszubringen und das tiefe Loch vom Ufer zu erreichen, mussten wir unsere Boote über einen Flachwasserbereich schieben, bis wir in das Boot einsteigen konnten. An der steil abfallenden Kante hin zum tiefen Loch im Flusslauf wurden die U-Posen-Montagen abgelegt. Im Morgengrauen kam dann der erste Biss auf den Doppeldecker. Wolfies in Action, ich darf mich mal erholen. Die Tree-U-Pose liefert wieder in unserem Spezialsystem. Aber davon werde ich später noch mehr hören. Petri, mein Güster. Thank you.
Kurze Zeit später kam der nächste Biss und hier erkennt ihr schon, wie zaghaft dieser erfolgte. Die Rudenspitze kam nur langsam zurück, die Schnur ist in sich zusammengefallen, aber im nächsten Moment ging der D-Zug richtig ab und die Rollenbremse hat gekrischen. Alter, geht er ab. Ich setzte den Anhieb und entschied mich, wegen der zahlreichen spitzen Steine und Felsen im Fluss sofort aufs Boot zu gehen. Wir nahmen die Verfolgung auf. Wolfgang steuerte das Boot und ich konnte langsam Schnur gewinnen. Wir folgten dem Fisch bis hin zur Flussmitte in die starke Strömung. Der Wels stand in der tiefen Flussrinne und ließ sich kaum vom Grund anheben. Ein heftiger Drill auf Biegen und Brechen folgte. Ich war mir jetzt schon vom Druck des Fisches her ziemlich sicher, dass es sich um einen wirklichen Ausnahmefisch handeln muss. Als ich meine Schlagschnur fast komplett auf der Rolle hatte, wusste ich, dass ich diesen Kampf gewinnen kann. Das Vorfach tauchte langsam auf und der Wels ließ Luft ab. Riesige Blasen kamen an die Wasseroberfläche. Heidewitzka! Big Fish! Ich wusste, welche Stunde geschlagen hatte und klemmte mir schnell die Rute zwischen die Beine, um meine Handschuhe anzuziehen. Ein richtiger Büffel. Ein ganz krasses Maul hat der Fisch. Ein richtiger Büffel. Ein richtiger Bollermann. Pilzupose. Schaut euch mal den Kopf an. Wahnsinn. Wahnsinn, was ein Fisch. Wahnsinn. Schau euch mal diesen Unterkiefer an. Hier die Verformung. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den überhaupt reinkriegen. Lass mal hier die Rute weg. Mal die Brustflossen. Alter.
Ja, pass komm. Ins Schlauchboot rein. Oh Gott. Oh Gott. Wahnsinn. 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 Wir haben bei null angelegtes Maßband, gerade über den Fisch. Das Maßband läuft hier nach hinten. Ich laufe jetzt mal weiter. Wolfgang hebt einen leichten Schwanz an. Knapp 2,60. 2,58, 5. Geht mal um 2,58, die hat er sich verdient. Einer der Urfische Europas. 2,58, was ein Monster hier aus dem Dschungel. Absoluter Traum, absoluter Traum. Wahnsinn. Absoluter Traumfisch. Schaut euch mal diese Brustflossen an. Wirklich Wahnsinn, was der Fisch schon erlebt hat. Diese Mauldeformierung. Eine Bartel fehlt. Der Kiefer. Ein richtiger, uralter, grauer Gigant. Lass mal gehen, den Riesen. Den Riesen, Riesen. Das Paddel. Wahnsinn. Wahnsinn.